Sehr geehrte Jury, ich befürchte, der eigentliche Begriff der Krise ist uns entgangen. Ich sehe weniger Anstand als zuvor. Ich beobachte geringere Mengen an Besorgnis als in den vorhergehenden Jahrhunderten. Die Angst, diese interessante Dame, sie schleicht umher. Oh ja, sie weiß, was sie tut und wusste dies auch schon immer. Bis zum Beginn der Hierarchie der technologischen kommunikativen Begleiter des Smartphones machte sie sich offen bemerkbar. Man konnte sie in beinahe jedermanns Gesicht erkennen. Erblicken konnte man hysterische Zeiten. Mit Predigern der Hingabe und Aufopferung, Methoden der harten und strengen Integration von Idealismen und dem unterbrochen präsenten Hauch des Todes. Wie die Angst, die Soldaten in den Kriegen, Arbeiter in den Fabriken, Männer im Staatswesen und Frauen am Herd manipulierte. Alice, how much fun she had, all of that misery. And the children, who cared about them? It is quite fantastic to see how much the conditions in which they are growing up have changed. When we once viewed them as cheap workforces, we now view them as forces we have to work for. When we were used to seeing them play outside, hiding in the craziest places, climbing up the most dangerous trees in the neighborhood, we nowadays have to take the electronic fun away from them, even if they sometimes like to go outside and play with their friends. However, they are not at fault for such behavior, as they are still in the most important developmental phases in anyone's life. But now comes a really thrilling question. Do we have a different enough picture of the way we adolescents as well as adults are handling those fragile souls? And yet better, have all the recently founded and built institutions for the mental health of children objectively helped? Ich sehe auf Dauer mehr Beweise für eine Verschlechterung der Lage unserer zukünftigen Lastenträger. Und ich will hiermit nicht so möglich das Folgende auch stets verachten. Aufs alterkömmliche Bestrafungen oder gar verbale Offensiven gegen Kinder verführten, denn jene sind äußerst selbst erwiesenermaßen verwerflich und kontraproduktiv. Dennoch brachten auch sie wundervolle Menschen auf die Welt. Personen, die wir als Idole nachahmen wollen, ihren Mitmenschen gegenüber ausreichend mentale als auch physische Qualitäten aufweisen, die unsere Erde mehrmals, erneut und erneut, vor einer Massenkatastrophe bewahrten. Aber jetzt schauen Sie sich das mal an. It is questionable why we believe, be it parent, child, the government or anyone else, to have created a reality for our offspring which is dimensions apart from our previous centuries. Of course, thankfully, a quite staggering number of people all around the world now know about the negative consequences of beating a child or screaming at it all too often. It appears to me that we certainly are on the way to a better world, for and with children. However, I still beg to differ. Was die Geister scheidet, ist heutzutage oftmals die Debatte um Erziehungsmethoden. Wo die einen meinen, die Erziehungspraktiken in den Bildungseinrichtungen seien zu weich, zu stark auf das makellose Wohlergehen der Kinder ausgerichtet, vertreten die anderen die Meinung, es müsse sich noch deutlich mengenhaft in Richtung der respektvollen Erziehung von einzelnen Nachfahren ändern. So barmherzig man auch sein mag. Eine kindgerechte Erziehung, in der die Erwachsenen einen Großteil ihrer Macht plus Kontrolle verlieren bzw. nicht mehr anwenden dürfen, ist keine pädagogisch langzeitig wertvolle Methode. Wie kann dem auch sein, wenn wir Kinder nicht mehr wie das, was sie tatsächlich sind, also Heranwachsende behandeln? Wen erziehen wir dann? Meiner Ansicht nach jedenfalls trifft man auf unzählige Blockaden beim Versuch, eine erwachsene Person etwas einzutrichtern, wovon diese nicht viel hält. Ebenso können wir keinen guten Menschen erziehen, wenn wir diesen bereits als erzogen ansehen. Indem wir dem Kind, vor allem im wichtigen Zeitraum von 4 bis 6 Jahren, eine grandiose Menge an Selbstkontrolle geben und es dermaßen viele Bereiche des eigenen Lebens mitbestimmen darf, rauben wir ihm eine essentielle Chance. It is hence a situation of extreme caution. I also have to mention that we have rarely ever seen such a huge gap between the new and old generation in terms of possibilities for education and economy.
but the elderly knew to be the standard in formal education, quickly got swallowed up in the shallow depths of time. And perhaps we've lost a few too many things in those depths. Core values, such as respect for hardworking older people and satisfaction from everything. No matter how small life gives you. I admit, it is quite nerve-wracking having to deal with hyperactive children, teenagers who are unable to perform longer tests of focus and endurance, and also, not to forget, dealing with those individuals who cannot work in groups under stress. Dieser Tatbestand, welchen man bereits in mehreren Bildungsanstalten festgestellt hat, stellt eine recht besorgniserregende Prognose der bevorstehenden Zukunft dar. Er zeigt, dass wir uns zwar einreden, es wäre besser für Kinder momentan Zeit aufzuwachsen, jedoch scheinen wir nicht zu kennen, welche teils unbewussten Folgen diese Formen der Erziehung, dieser Tatbestand, welchen man bereits in mehreren Bildungsanstalten festgestellt hat, stellt eine recht besorgniserregende Prognose der bevorstehenden Zukunft dar. Er zeigt, dass wir uns zwar einreden, es wäre besser für Kinder in der momentanen Zeit aufzuwachsen, jedoch scheinen wir nicht zu erkennen, welche teils unbewussten Folgen diese Form der Erziehung unserer Gesellschaft hinterlassen. Nun, ich glaube, es wird Zeit, sich der möglichen Lösung für dieses Problem zu widmen. My version of a child-friendly upbringing and education consists of up until now often neglected strictness, rewards when obeying, punishments when behaving badly, love and affection, as well as also one final immensely important part. I'm talking about the practice of encountering, therefore also having to deal with all the negative aspects of being a human. A child should learn how to deal with not only their positive, but also their negative feelings and emotions. This is going to greatly deepen their empathic skills. Besides, at the same time, also teaching them ways of dealing with frustration, loss, Wut, als auch all den anderen Gefühlen, welche wir als negativ abstempeln. Ich hoffe, ich konnte Ihren Horizont wenigstens geringfügig erweitern. Und bitte Sie ebenfalls, sich Gedanken darüber zu machen, wie wir unsere Kinder momentan eher erziehen. Danke für Ihre langzeitige Aufmerksamkeit.